sehr schön. So weihevoll, wie das? Ja? So, so weihevoll ist es. Man riecht direkt. Was? Die Geisteskultur. Ich finde das nicht. So die Bücher und die Papyrusse. So, wie kommt man denn da zu seiner Magnifizenz, den Herrn Rektor? Ins Rektorat wollen Sie? Ins Rektorat. Was handelt es sich denn? Ja, Sie möchten mich erkundigen, ob dieser Herr da etwas wert ist. Inwiefern? Insofern, ich meine, als Fachmann für Latein. Denn ich gehe ja nicht zum Schmied. Ich gehe zum Schmied. Gehe direkt zum Schmied. Zu seiner Magnifizenz, mein Rektor, keine Sitzung ohne weiteres. Nein, der hat jetzt keine Zeit. Ja, es ist nicht zu sprechen. Wann ist er denn zu sprechen? Ja, später. Jetzt haben wir die Promotion. Ah, ich sehe schon aus. Promotion ist aber. Oh, gratuliere, Doktor. Gratuliere, herzlich. Gratuliere, Doktor. Gratuliere. Gratuliere, Herrn. Gratuliere, Frau Doktor. Ja. So viele Leute, wo kommen denn die vielen Leute? Das ist die Promotion gerade aus, das sind lauter frisch gepackene Doktoren und Doktorinnen. Doktorinnen auch? Natürlich. Gratuliere, Herz. Gratuliere, Frau Doktor, können stolz sein. Das ist ein großer Moment. Verzeihung, ich weiß nicht. Bitte, Stressler, Eduard Stressler, mein Name dürfte nicht ganz unbekannt sein. Christian. Die Mama, mein Gott, wenn meine Cornelia muss ja so weit wäre. Eine Tochterin, meine Tochter studiert ja auch. Ach so. Bitte, Frau Doktor, möchte ich gerne eine Auskunft haben, bitte, ob dieser Herr etwas wert ist. Hubert Hall. Hall. Wie meinen Sie das? Ich meine als Lateininstruktor für meine Tochter. Aber gewiss, der Kollege ist ein vorzüglicher Lateiner. Ja. Herr Hall? Man wünscht sie. Stressler, mein Name ist Stressler. Bitte, der Herr Professor Klaus hat sie mir, bitte entschuldigen, einen Moment. Herr Professor Klaus hat sie mir empfohlen, der Klassenvorstand von meiner Cornelia, von meiner Tochter. Die besucht nämlich das Lyzeum in Hietzing. Ja, der Herr Professor Klaus hat mir schon davon erzählt. Ah, hat er? Na, hoffentlich nichts Schlechtes. Wenn Sie, Herr Doktor, meine Tochter ist ja ein hochintelligentes Mädchen. Sie hat ihn. Sie hat ihm den Funken, den hat sie von mir. Ist natürlich noch kein Lehrer da gewesen, der ihn geweckt hätte. Hoffentlich gelingt es Ihnen. Dann wollen wir sehen, was sich machen lässt. Ja, nur ist er. Wann soll ich denn kommen? Bitte, sag mal Donnerstag. Da kriegen Sie was Wunderbares zum Paperl. Da habe ich nämlich meinen Geburtstag. Oh. Danke sehr, danke. Schon wieder, Knopf. Hier entgeht halt nichts, Nelly. Was? Du nähst? Na, aber kann ich das nicht die Karte machen, Cornelia? Du weißt, ich kann das nicht leiden, wenn du so banauserische Sachen machst. Ich bin schon fertig, Frauchen. Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Danke. In ungebrochener Schaffenstärke. Moment. Noch ein Gratulat, ja? In ungebrochener Schaffenstärke stehst du vor uns, o Meister, heut. Die Fülle deiner edlen Werke die Menschheit schon so lang erfreut. O schaff noch weitere 50 Jahre. 50 Jahre? 50 Jahre? Ja, also, da wäre ja schon 150 Jahre. Das wir nicht da machen, nicht wahr? Dankeschön, danke. Sehr schön sind die Verse und sehr schön. Sicher von meiner Cornelia? Nein, Onkel, vom Johann. Vom Johann? Aha. Ja. Na ja, trotzdem nicht schlecht. Also Kinder, ich danke euch herzlich für die Gratulation. Danke. Danke, also. Danke. Jetzt geht's wieder an die Arbeit, damit wir nichts versäumen. Na? Und was kriege ich von meiner Studentin? Was? Wie denn eigentlich? Was gestickte Haarschuhe? Dafür soll ich das teure Studium, dass ihr jetzt mit so dummen Handarbeiten verplempert? Sie hat doch halt eine Freude machen wollen. Ja, die freuen mich ja sowieso. Dankeschön. Bitte? Weißt du, die größte Freude könntest du heute deinen Vater machen, wenn du gute Noten noch ausbringen möchtest. Aber Edi, fang doch nicht schon wieder an. Ach, da schon her. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist schön. Dankeschön. So griechisch-römisch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Und wie sie nur da steht, so wie eine Priesterin der Wissenschaft. Und der Ausdruck vom Gesicht, der Blick so durchgeistigt. Am Nasenspitzel sieht man ja schon,
Die zukünftige Frau Doktorin. Sehr schön. Ja, ist das nicht? Du trinkst drin, da kommst du zu spät in die Schule. Na, das wäre was. Trink schnell aus. Ja, Papsi. Dann, Mutti. Wieder den, mein Kind. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Die Manieren dieser Bub ist ja unglaublich. Zupft die Weinbrunnen aus dem Gummeln voraus, bampft sie an und nimmt noch ein Stückchen mit. Er ist halt noch ein Kind. Warum ein Kind? Bitte ich erst einmal, ja, jünger wie die Cornelia. Und das ist eine ausgesprochene Dame. Na, erlaub, hast du gesehen den Gang, diese Intelligenz, dieses Detachierte? Was du dir alles einbildest bei deiner Nelly. Bei wem? Bei der Nelly. Cornelia. Glaubst du, ich hab dir extra so einen klassischen Namen ausgesucht, damit ihn du verbalhornisieren kannst? Du ziehst sie überhaupt nicht mehr herunter. Die Peppi-Tante. Friederl! Komm, Peppi-Tante. Zu deinem 50. alles danke, Gute. Danke. Gesundheit und okay. Segen. Und da habe ich da was zum Schnabulieren aber mitgebracht. Zwei Backhinderl. Danke schön. Grüß dich, Mann. Peppi, na wie geht's dir denn immer, ha? Na komm, nimm Platz. Nein, ich habe keine Zeit, die Kinder warten zu Hause. Und da muss ich auch noch einkaufen gehen. Was macht mein Peterl, tut er gut? Was, der ist ja sehr brav. Ja. Willst du vielleicht sehen? Ich lass den holen. Nein, ich will ihn nicht von der Arbeit abhalten. Wo ist denn die Nelly? Die Cornelia ist in der Schule, nicht? Selbstverständlich im Lyzeum. Ja, richtig, das vergiss ich immer. Zu was das arme Mädel studieren muss, möchte ich wissen. Ja, bitte, Peppi-Tante, ich möchte dich bitten, dich in diese Angelegenheit nicht einzumischen, nicht wahr? Ich weiß, ihr seid beide gegen mich, ihr wollt nicht mehr, dass das Mädel kochen, räumen und waschen tut, nicht wahr? Da wundert es mich gar nicht, dass sie in der Schule zurückbleibt. Aber sie bittet mich ja direkt darum, dass sie im Haus etwas helfen darf. Na ja, weil es die Wirtschaft gefreut, ja. Und wenn sie mal heiratet... Jetzt hier nicht. Ein höherer Mensch verkümmert nur in der Ehe. Das siehst du am deutlichsten an mir. Hörst? Und das lässt dir doch gefallen? Ich sag ja nur nichts, weil er heute Geburtstag hat. Ich sag ja auch nichts. Ich will ja nicht, dass die Cornelia immer von euch gehemmt wird. In ihren geistigen Höhenflug. Also die Lateinschularbeit ist im Großen und Ganzen recht gut ausgefallen. Nur unser Sorgenkind, die Streusler, hat leider wieder einmal total versagt. Ja, ruhig bitte, ja. Meine liebe Streusler, Sie müssen sich gewaltig zusammennehmen. Wir haben morgen mündliche Prüfung und in 14 Tagen die letzte Schularbeit im Sommersemester. Wenn Sie da auch versagen, Sie wissen, Mathematik stehen Sie auch schlecht. Einmal haben Sie schon repetiert. Ein drittes Mal können Sie die Klasse nicht mehr machen. Dann wäre es halt aus mit dem Studium. Da gibt's gar nichts zu lachen, das ist sehr unkollegial. Im Singen und Handarbeiten und Turnen als Reform hat die Streusel sogar vorzüglich. Also jetzt gehen Sie mit unserer Ersten hinüber in mein Arbeitszimmer und bringen Sie die Hefte her, ja? Ferrari, du weißt ja, wo sie liegen. Jawohl, Herr Professor. Schön hast du es wieder gemacht. Tja, wenn ich seinerzeit hätte fertig studieren können, aber ich habe ins Geschäft eintreten müssen von meinen Vatern. Was ist das? Verflixte Nascherei! Aber der Herr Onkel nascht doch auch. Ich nasch nicht, ich koste nur. Das muss ich. So, der Horst, trag die Torten zum Herrn Hofrat. Lass das schön einpacken. Vorsicht, ja? Wenn ich daran denke, dass ich der Missbub einmal da in das warme Nest setzen soll. Der Sohn von meiner Schwester ist kein Missbub. Ja, mein Gott, du sagst ja selber immer. Ich darf. Ja, und unsere arme Nelly, die es da so schön haben könnte, die muss studieren. Fangst du wieder nochmal an? Ist denn das ein Lebensweg für ein höheres Wesen? Gulatschen herauszupacken? Der neue Nachbar zieht ein. Ja, in die Wohnung von Blickel. Das schon. Sehr ordentliche Sachen. Bissere Leute. Hoffen wir's. Das heißt, hoffen wir's, das sehe und die Möwen. Bitte, da hast du mal. Das ist ein Schreibtisch da dran. Das ist ein Diplomatenschreibtisch. Wahrscheinlich ist ein Advokat oder was ein Rechtsanwalt. Ich brauche keinen. Du wirst schon rechtzeitig genug erfahren, wer die Leute sind. Ich bin gar nicht nervös. Gar nicht. Was ich gesagt habe, gebildete Menschen. Klavier haben sie auch. Kinder, aber sowas, was tut drum? Herrlich. Das ist ein Klavier, kohlschwarz. Sehr schön. Das ist nicht so ein Verrecker wie unseres. Okay. Aber geh, unseres schaut aus, wird wir drei zusammenpickte Nachkasteln, ne? Ja, was für unsere Nelly genügt. Genügt es nicht. Ich habe schon angefangen, dass ich ein Konzert fliege. Genügt, jetzt ist er da. Aha.
Sehr reputierlich. Sehr, erstmal sympathisch. Wozu? Du, steifer Hut, bist ja hier. Wo geht nur das Handschuh oder der Handschuh und spazierst du mit dem Übergriff? Muss ich sofort bestimmt den sofort begrüßen. Was geht jetzt? Seine Kinder, das Kerze tun, ne? Entschuldigung, Strössler? Strössler, mein Name dürfte Ihnen ja nicht ganz unbekannt sein. Oh nein, der knallt ja direkt. Ich meine, vorne auf dem Geschäftsschild, so. Ist mir gleich in die Augen gesprungen. Wahrscheinlich der neue Mieter, nicht wahr? Bin so frei, Morawetz. Angenehm, angenehm. Bitte, Herr Morawetz, wenn ich vielleicht mit irgendetwas dienen kann? Also, meine Person, Umzug hat man nicht alles gleich so bei der Hand. Ne? Also, ich spreche nicht aus Erfahrung, denn ich wohne ja schon über 100 Jahre in dem Haus. Was? Ist mein Geschlecht. Ach so. Mein Geschlecht. Also, ja. Bitte, wenn die eine Frau irgendetwas nein, braucht, bin bitte. Ich bin Witwe. Ah, oh. Schon 20 Jahre. Ach so, na, da haben Sie nun ja schon daran gewöhnt, ja. Nicht wahr? Haben Familie, ich meine, haben Kinder? Ja, einen Sohn. Einen Sohn? Ich, pardon, es interessiert mich nicht, ob ich meine, studiert der Herr Sohn? Nein, das heißt ja, wie man es nimmt, er ist bei mir im Geschäft. Im Geschäft? Haben sehr viele Kundschaften. Ah, oh, mehr als genug. Mhm, so ist es richtig. Ein Geschäft hebt das andere. Ja. Also, auf recht gute Nachbarschaft, Herr Morawetz, und wenn Sie etwas Besonderes brauchen zum Schnabulieren, für eine Hochzeit oder für einen Kindstorf, steht sehr gerne. Danke sehr, meine Verehrung, Herr Morawetz, meine Verehrung. Ach, Herr, da haben Sie aber einen wunderbaren Griff gemacht mit dem Mieter. Wirklich? Ich freue mich sehr. Wenn Sie das für mich ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk. Aber hätte mir Geburtstag. Gratuliere. Danke, danke, Hausherr, danke. Was heute muss ich den Binsch nach Haus bringen? Am liebsten ging ich gar nicht heim. Geh, mach keine Dummheiten, Nelly. Sag doch einmal deinem Papsche ganz offen, dass du keine Lust zum Studium hast. Nein, nein, das könnte ich nicht. Ihm den Schmerz antun. Das ist doch seine ganze Freude am Leben, dass ich studiere. Bist du nicht eigentlich ein bisschen feig? Nenn's, wie du willst. Ich bring's halt nicht über mich. Jetzt könnt's aber wirklich schon da sein. Es wird ja alles kalt. Ja, du glaubst, sie denkt an das? An die Suppen, die hat andere Sorgen. Probleme, die im Kopf herumschwirren. Und vielleicht hat sie ihrem Weg irgendeinen Disput. Und die pickt ja nicht so an der Materie wie du. Und war Herr Zimmerli, der Archimedes, der hat auch immer gerechnet. Aber kann machen, dass der Herr Zimmerlich, Herr Zimmerlich, der meine Tochter in Mathematik unterrichten wird, Herr Dr. Hall, der Lateinisch unter die Arme greifen wird. Hier, meine Herren, jetzt Platz zu nehmen. Bitte schön. Martha, geht dir besser gut? Setz dich da her, damit die beiden Wissenschaftler nebeneinander sitzen. Sie waren zwar erst für 2 Uhr bestellt, aber nachdem Sie schon da sind, bitte, können Sie ein bisschen mitschnabulieren. Mahlzeit, danke. Mahlzeit, bitte gut. Endlich, Nelly. Stand. Gut? Stand. Hubert Hall. Und das ist unsere kleine Gelehrte. Bitte, hiermit vertraue ich Sie Ihrer Führung an. Geh, zeig Ihnen Herrn Doktor den Lateinheft. Und was hast du denn gekriegt auf die letzte Schularbeit? Nicht genügend. Nicht genügend? Schon wieder? Ja. Das ist doch unglaublich. Na, dieser Glas, das ist ein Sadist, dieser Mensch. Qua in calamitate, Caesar, spiritum, tranquillum, conservate. Mhm. Ja, und wie hast du das übersetzt? In dieser Kalamität konservierte sich Caesar in Spiritus. Nein, bitte, ist nicht zum Lachen. Ne? Irren ist menschlich. Falsch, mein Kind, ist natürlich. Richtig müsste es so heißen. In dieser Kalamität ernährte sich der Caesar von Konserven und Spiritus. Stimmt's vielleicht nicht? Na, nicht ganz. Spiritus heißt nämlich Geist und der ganze Satz heißt dann: In dieser Bedrängnis bewahrte Caesar seinen ruhigen Geist. Das kann er leicht. Er hat ja auch keinen Dr. Glas zum Glasenvorstand gehabt. Das ist zum Verzweifeln. Meine Herren, das ist ein Glück. 3 rauf vom Herr gleich auf einmal. Das freut mich, weil heute ist mein Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Gratuliere. Entschuldigung, sehr lieb. Danke, meine Herren. Danke, habe ich dir, Hallo, komm, Zettel. Also, auf den Pult.
Jetzt kaufst du euch Zucker, nicht wahr? Danke, danke. Kinder, ein Glück. Ein Glück, Herr Doktor, ein Riesenglück. Was ist denn? Drei Raupfenkörner habe ich gesehen, auf einmal. Glück, Glück, Kinder, das ist ein gutes Omen. Darauf wollen wir trinken. Also, Herr Doktor, auf das Latein, auf die Mathematik. Auf dein Doktorat, Cornelia. Auf dein Glück, Edith. Ja, das ist ja mein Glück. Da demoliert ja das ganze Haus. Aber die werden wahrscheinlich das Schild anmachen von dem neuen Mieter. Und vom Ort, da werden wir gleich wissen, wer der Mutter, wenn es ist. Da werden wir gleich wissen. Ja, schau. Ja. Hm, da haben wir. Ja, Kinder! Raufenkehrer ist er! Ist ja fein, gleich dauernd das Glück im Haus! Mensch, kein Blöd! Sowieso Glück, Unglück, ein Unglück! Ist das eine Unverschämtheit, einen Zuckerbäcker, einen Raufenkehrer ins Haus zu setzen? Ohne mich zu fragen! Ohne mich! Das ist ja... Flanker, bitte Flanker, so fliegt er rausherum. Edith. So fliegt er rausherum in meinem Haus. Viel zu schwarz. Natürlich, Becher am Schwarz. Aber was? Becher am Schwarz. Bleib schon sitzen und iss endlich. Aber lass mich gehen, jetzt hab ich einen Kopf auf die... Das ist meine einfach. Den Haarschein, den wär meine Meinung. Schon aber. Bitte. Ja, was jetzt will? Den Haarschein. Ich protestiere, ich lasse mir das nicht gefallen. Nicht einmal gefragt haben, wo es mir recht ist. Ja, Herr Streisler, was ist denn über die Leber gelaufen? Der Schwarze, der Raufenkehrer, der muss sofort aus dem Haus. Der Herr Morowitz? Jawohl. Ja, der hat Ihnen doch so gut gefallen. Ja, weil noch nicht gewusst hat, was er ist. Das haben Sie mir natürlich verschwiegen, in tückischer Weise. Haben Sie mir das verschwiegen? Tut er Ihnen denn? Was soll das denn, blöde Frage? Zugrund berichten tut er mich. Nicht, ja. Zugrund berichten tut er mich. Ja, wieso? Wieso denn? Denn ist hier alles verrußt und verdreckt? Bitte, der Hans, da fliegt jetzt schon wieder der Flanker. So eine Schweinerei. Sie wird ja alles ganz schwarz, es kommt mir ja niemand mehr in mein Geschäft hinein. Aber Herr Streisler, der Raufbankerer, der ist doch immer auswärts. Aber was, außer... Da hat er doch nur sein Büro, nicht? Schaut, da wascht er sich und zieht sich um. Zieht sich um, umziehen, das wird er. Umziehen, und zwar sofort. Sie müssen ein Tempo mit sich entkündigen. Aber ich denke gar nicht dran, falls so, so, bitte, dann sind Sie kontraktbrechig. Dann sind Sie kontraktbrechig, bitte, ich habe den Mietvertrag. Noch vom Großvater habe ich den Mietvertrag und da steht schwarz auf weiß, dass sie nicht berechtigt sind, irgendeinen Menschen hereinzubringen, eine Geschäftsmann, der meiner Zuckerbäckerei schaden kann, nicht wahr? Da kennen Sie den Vertrag nicht. Na gut. Das ist ja wieder falsch. Sie wissen ja das Allereinfachste nicht. Ja, schön. Was ist denn, Babs? Nix. Ah, ich habe ein Studium, das ist brav. Ja. Nur weiter. So wie den Wohlen, was soll ich? Ja, den Mietvertrag. Bremsling, die Mathematik kommt später. Wo haben wir denn das hingehen? Wo habe ich denn? Wenn wir nur die Leute umziehen, möchten meine Sachen. Aha, da habe ich es. Na, schmeckt's? Herr Doktor, bitte, verstehen Sie etwas von Jus? Leider nein, ich bin Philosoph. Hä? Also nur Philosoph? Nee, aber die Cornelia, die wird Jus studieren. Natürlich, schon wegen der Morawetz. Damit wir die Prozesse gegen ihn allein führen können. Ich muss doch noch 4 Klassen Lyzeum machen. Bestenfalls. Es können aber auch noch mehr werden. Das können noch mehr werden? Nach all dem, was ich hier sehe? Kind, um Gottes, taucht's an. Ich bitte euch, taucht's an. Armer Babschi. Herr Fallenstreisler, Ihre Unkenntnis ist katastrophal. Ich weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß, sagt der Sokrates, aber damit wäre er im Lyzeum nicht weit gekommen. 8 Jahre gehen Sie jetzt schon hin? Ich habe doch jede Klasse 2-mal gemacht. Ach, das muss ja ein Martyrium für Sie gewesen sein. Und außerdem scheinen Sie gar keine Lust zum Lernen zu haben. Hm. Ja, warum sagen Sie denn das nicht dem Vater? Hat die Peppi-Tante schon getan. Na und? Hat aber gar nichts genützt. Mein Gott, ich habe halt den Babschi so lieb. Und darum plage ich mich. Jetzt muss ich ja mal auf alle Fälle mit dem Herrn Ziemlich sprechen. Helf mir inzwischen der Mutti, ja? Herr Ziemlich. Komm ich schon dran, Herr Kollege? Sagen Sie, wie fühlen Sie sich eigentlich hier so als Nachhilfelehrer? Trostlos. Das merke ich. Sagen Sie,
Warum haben Sie Herrn Streusler nicht schon längst gesagt, dass hier Hopfen und Malz verloren ist? Hab ich ja. Na und? Erfolglos. So. Sie werden schon noch draufkommen. Wenn er mich so verzweifelt anschaut, da habe ich ein viel zu gutes Herz. Oder einen zu guten Magen. Vielleicht. Zu blöd, habe ich den draußen. Herr Streusler, es ist gut, dass Sie da sind. Ja, was ist denn? Ich trete von der Instruktion Ihrer Tochter zurück. Ja, wieso, warum, was heißt das? Schauen Sie, ich will Ihnen nicht das Geld aus der Tasche stehlen, so wie andere Leute, indem ich diesen hoffnungslosen Fall übernehme. Hoffnungslos? Hä? So, aha, ich verstehe. Sie stecken mit dem Professor Klaus unter einer Decken. Unterdrücken wollen Sie es. Sie, ihr sollt euch schämen. Bis in die Haut hinein, alle zwei miteinander. Hast du gehört? Hast gehört, du bist ein hoffnungsloser Fall, sagt der Hall. Papschi, der Professor Klaus hat mir heute gesagt, wenn ich morgen bei der mündlichen nicht entspreche und in 14 Tagen bei der letzten Lateinschularbeit, dann fliege ich raus aus dem Lyzeum. Was ist raus? Ja. Aus dem Lyzeum? Ausgestoßen aus der Anstalt? Ja. Bitte, lieber Herr Doktor, lassen Sie uns nicht den Stich. Sie müssen uns helfen. Schauen Sie, der Professor Klaus, der muss Sie durchlassen. Nächstes Jahr geht Sie doch einen anderen Lehrer, dann wird das ganz anders. Schau, der ganze Bezirk lacht uns das aus. Cornelia, bitte, studiert von mir aus bis morgen in der Früh. Bitte, lieber Herr Doktor, ich zahle von mir aus das dreifache Stundengeld. Schauen Sie, und sie muss es leisten. Sie muss es da machen. Schauen Sie, sie ist ja doch Geist von meinem Geist. Herr Doktor, bitte, und jetzt nur Latein. Jetzt wird überhaupt nur Latein vorläufig. Studiert. Mathematikstunde seid ihr keine. So. Ja, die fällt aus. Herr Doktor, bitte, bitte, versuchen Sie es noch einmal mit mir, wenn ich das Latein auch nicht kapiere. Schauen Sie, ich habe das Büchel Wort für Wort auswendig studiert, ja? Also, es hat ja keinen Sinn. Außerdem gebe ich mich gar nicht dazu her. Sind Sie doch froh, wenn Sie durchfallen, sind Sie erlöst. Da ist es, der Hund, der frisst. Also, jetzt habe ich ihn. Ja, was ist denn, wo ist der Doktor Hall? Der ist weg. Der ist weg? Kinder, du, da sitzt du so ganz ruhig da. Wer soll ich mit dir studieren? Wer soll ich denn präparieren? Wenn ich ihn allein lernen. Es muss ja gehen. Bravo, bravo, das imponiert mir. Cornelia, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, für die ich hätte gekriegt. Und ich werde dabei helfen, ne? Du bist ja doch meine Tochter, gell? studieren, Cornelia, studieren. Ich gehe mir jetzt nicht einschlafen. Es ist das. Das heißt studieren, verstehst du? Trink ein bisschen, das wird dir gut tun. Habe ich selbst gemacht. Nur nicht schlapp werden. Jetzt geht's ums Ganze. Komm her jetzt. Zeig mir, was du kannst. Audio. Audis. Audit. Audit. Schnell, jetzt muss schneller gehen. Ja. Still. Audio, Audis, Audit. 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 Streusler. Die Streusler fehlt heute. Hat ja wahrscheinlich Angst vor der mündlichen Prüfung. Ausreißerin, du Vagabundin, ja wo treibst du dich denn herum? Da her, du Lumper, du warte noch, wenn du über den Fuß laufst, kriegst Peitsche. Da ist ja die kleine Streißler. Ach, das ist ja tatsächlich. Die schwänzt einfach. Wahrscheinlich, weil ich heute mündliche Prüfung gehalten habe. Ja, da muss ich sofort. Bitte, bitte retten Sie mich. Da ist sie ja. Warum rennen Sie davon? Sie, ja? Belästigen Sie die Dame nicht. Aber was mischen Sie sich da rein? Was geht denn das Mädel Sie an? Als Kavalier auf die Pflicht, die Dame vor ihren Zudränglichkeiten zu schützen. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, wissen denn, wer ich bin? Ich bin doch schließlich. Wer Sie sind, interessiert mich überhaupt nicht. Schauen Sie, dass weiterkommen, sonst hole ich die Polizei. Das ist ja. Tja. Nachsteigen, so ein junger Mädel. Schämen Sie sich denn gar nicht? Ja, die Streusler kann sich aber freuen.
Jetzt bin ich verloren. Vor der Professor Klaus. Wer? Mein Klassenvorstand. Na, das habe ich ja nicht wissen können. Entschuldigen Sie bitte. Na kommen Sie zitternd nicht so, Sie müssen sich ein bisschen erholen, ja? So, da setzen Sie sich. Sie sind ja ganz außer sich. Weil er mich erwischt hat. Ja, was denn? Am Schulschwänzen. Oh. Ja, gehen Sie denn immer noch in die Schule, eine so erwachsene junge Dame wie Sie? Ins Lyzeum gehe ich. Oder vielmehr drumherum, was? Nein, das war das erste Mal heute. Ja. Der will mich arretieren, den schickt der Klaus. So, Sie können schon hervorkommen. Der Mann hat nur dienstlich hier zu tun, genau wie ich. Was, sind Sie vielleicht nein, auch ein... Nein, ich bin kein Wachmann. Ich habe nur auch am Magistrat zu tun. Aber wenn ich Sie nicht versteckt hätte, wer weiß, vielleicht wären Sie dem Wachmann verdächtig vorgekommen und er hätte Sie mitgenommen. Ja, ja, ich habe Sie gerettet. Was kriege ich denn dafür? Wollen Sie einen Mehlspeis? Na ja. Ja? Ja, das kann man auch machen. Was bieten Sie denn Gutes? Na, wir haben aber Spitzen, da? Bitte sehr. Hm? Dankeschön. Nein, was? Das hat der Babschi selbst gemacht. Er sagt, ich muss ihn mit Andacht essen. Echte Streichlersnitten. Was ist denn? Was haben Sie denn? Sagen Sie, sind Sie am Ende? Ja, ich bin in Nelly Strasser vom Zuckerbäcker. Aber bitte sagen Sie dem Babschi nicht, dass ich geschwänzt habe, nein? Nein, nein, ich kenne ihn ja gar nicht. Das ist nur ein sehr guter Bekannter von mir. Er ist gestern bei ihm im Haus eingezogen. Ah, der Rauchfangkehrer. Sagen Sie, Frau Nelly, haben Sie am Ende auch etwas gegen Rauchfangkehrer? Na, warum? Das ist ja ganz ein ordentlicher Beruf. Na, eben. Er soll ja sogar auch Glück bringen. Mhm. Hat er noch nichts davon bemerkt? Na, das wird schon noch kommen. Wenn wir beide uns jetzt öfter sehen, ich bin wirklich glücklich, dass Sie heute Schule geschwänzt haben. Jetzt muss ich aber nach Hause. Nein, einfach. Ja. Frau Nelly, das... Nein! Süß und knusprig. Marke Streusler. Hier. Ist das nicht der Dr. Echhorn? Mhm. Nun, der kommt mal wie gerufen. Gestehen Sie, meine gnädigste Verehrung, Herr Doktor. Verzeihen, Herr Doktor, dürfte ich Sie eine Sekunde bemühen? Ich brauche nur eine klein winzige Auskunft. Aber bitte, Herr Streusler. Es handelt sich nämlich um eine Räumungsklage. Aha. Bitte lesen Sie, Herr Doktor, mal das durch. Aber das ist ja furchtbar lang. Gott sei Dank, das ist ja ein ausführlicher Mietvertrag. Bitte, und es handelt sich nämlich um folgenden Passus. Der Hausherr verpflichtet sich auch für seine Rechtsnachfolger, keinen Mieter aufzunehmen, dessen Gewerbe die Zuckerbäckerei Streusler beeinträchtigen könnte. Ja, was ist denn denn daran unklar? Mit mir ist es alles klar, aber den Namen ist es nicht klar. Sonst hätte man doch nicht den Morawetz reingesetzt. Der muss hinaus. Aber hier ist doch nicht der Ort. Für den Morawetz, sehr richtig. Das sage ich aus. Und bitte, der beschmutzt mir meinen ganzen Betrieb. Ich kann doch nicht in jedes Stiegel dort extra abstauben. Das kann ich nicht halten, nicht essen. Nicht das schon. Bitte, da haben Sie. Da haben Sie jetzt das Kobold-Delikte. Ja, was machen Sie denn da? Um was handelt es sich denn überhaupt? Jetzt erzähle ich Ihnen, das erkläre ich Ihnen jetzt nicht. Die ganze Zeit, es handelt sich um den Morawetz und um seinen Ruß. Bitte, da biegt er. Schauen, da schauen Sie her. Jetzt setzen Sie das Monokel auf. Ja. Da haben Sie mir den schwarzen Punkt. Das ist der Morawetz. Na, no, also, ich meine Frau ist auch ganz hohl Ruß. Deutscher, der. Das ist ja was fällt dir denn ein? Kinder, muss man sich das bieten lassen? Nein! Allerdings nicht, wenn Sie was wollen, kommen Sie gefälligst in meine Kanzlei. Geben Sie mir meine Handschuhe. Bitte, was Herr bin Doktor, ich schuldig? Bitte gar nichts, Herr Doktor. Das ist ja der Vorschlag für die Experienzen. Sehen Sie meine Verehrung? Verehrung. Fini, kommen Sie, kommen Sie. Hören Sie mal auf. Das Zuckerkipferl kommt ins Archiv. Vorsicht! Also. Daran wird sich der Morawetz seine Zehnte ausbessern. Na, Frau Nelly, Sie sind ja halt so fleißig. Aber nicht das Vergnügen. Ach so, Sie erkennen mich zwar nicht wieder. Ja, entschuldigen Sie, ich habe bisher ganz klar vergessen, mich vorzustellen. Heinz Morawetz. Sehr freut. Also Sie, Frau Nelly, wenn Sie stolz sind, dann lasse ich Sie nächstes Mal wirklich verhaften von meinem Freund, dem Bachmann, von heute Vormittag. Ach, Sie sind das? Ja, ich bin's. Ich bin so frei. So. Sehen Sie, das ist nämlich ein Vorteil von meinem Gewerbe, dass man uns in Zivil gar nicht mehr wiedererkennt. Man ist direkt doppelt. Sagen Sie,
Fräulein Nelly, könnte ich Sie nicht wieder einmal irgendwo vor irgendjemandem beschützen? Nein, danke schön. Den Schutz muss ich noch sauber ausbaden, Sie. Ja? Ja, dann sehen wir uns vielleicht sonst wo, in Zivil, hm? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Oh je. Ganz ausgeschlossen. Ich habe jeden Tag um 1 Schulaus. Mittwoch schon um 12. Ja, dann passen Sie auf, dann werde ich mir vielleicht erlauben, Sie am nächsten Mittwoch... Cornelia! Brüder Papschi! Ach, Schulen, Frechheit! Sieht ihr auch noch was? Wir sind ja schwarz vor die Augen. An meiner Tochter wischen Sie Ihre dreckigen Bratzen ab? Bitte das ganze Blusserl nicht hin! Ui! Nicht! Wirst du es lassen, die schwarze Hand? Die brauche ich doch für den Prozess. Herr Morawitz, ich mache Sie darauf aufmerksam. Sollten Sie noch einmal einen Übergriff erlauben, so mache ich gegen Sie die Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch, boshafter Sachbeschädigung und wegen Verführer einer Minderjährigen. Aber Edi! Aber Herr Nachbar, was ist denn geschehen? Kann Ihnen vielleicht was helfen? Jawohl! Indem Sie Standardbäde ausziehen, erspannt euch den Prozess. Kommt! Sie Ravuzzo, Sie! Komm! Es kommt davon, weil du immer den Hausbatschen machst. Wenn du in deinem Studierzimmer bist, kommst du mit so minderen Leuten überhaupt nicht zusammen. Das kannst du nicht sagen, Babsche. Du kennst ihn doch gar nicht. Er ist ein sehr netter Mensch. Ah, das schon her. So weit seid ihr schon? Dieser Satansbraten sagt, was passt denn du nicht besser auf das Kind auf? Aber Edi, beruhig dich doch, schau. Ich hab doch... Gar nichts hast du, sonst möchte sie studieren. Nicht mal nicht in den Hof stehen und Geschirr abwaschen. Gerade jetzt, wo wir in Endspurt sind, mit dem Latein. Glaubst du, weil du bei der Mündlichen nicht drangekommen bist? Diesen schwarzen Kerl schlagt aus dem Kopf. Ein für alle Mal! Abweichend vom Deutschen haben ein Dativobjekt die Verber. Also so arbeiten sie mit. Da wundern sie sich, wenn sie nicht mitkommen, was? Schornsteinfegerzeit. Glauben Sie vielleicht, dass die ihnen Glück bringen werden? Hm? Da stehen Sie doch auf, wenn ich mit Ihnen spreche. Diese schwarzen Mandeln werden Sie nicht davor bewahren, dass Sie heute Ihrem Vater diesen Brief von mir übergeben werden. Er betrifft nämlich unsere gestrige Begegnung. Sie wissen schon, was ich meine. Da wissen Sie wenigstens, wie der Schornsteinfeger, der Kaminkehrer lateinisch heißt. Hm? Na, also der Mann, der die Kamine, die Öfen kehrt. Hm? Fornax, der Ofen. Fornaxologe. Sagen Sie gleich Doktor der Fornaxologie. Also, das nächste Mal werden wir es dann richtig übersetzen. Auf Wiedersehen. Ja? Ich werde immer da sein. Herbringen tut dir die Mutter, abholen tut dir ich. Ich dringend zu reden. Du bleibst hier, bin gleich wieder da. Ja, Babsi. Bitte einen Moment. Das nenne ich Glück. Ich habe nämlich sehr viel zu sagen. Aber der Babsi sieht. Ach, der sieht uns nicht. Kommen Sie, wir stellen uns da an die Ecke. Er ist so furchtbar streng bewacht. Nicht eine Minute lässt mich der Papsch allein. Und zu Hause sperrt er mich ein. Alles wegen dem Latein. Ach, Sie Arme. Diesen Herrn hat, fragt er bestimmt nach einem neuen Instruktor für mich. Gibt nämlich jeden zweiten Tag einen neuen. Ach, einen neuen Instruktor sucht Ihr Vater für Sie? Ja. Ach. Jetzt ist mir nicht mehr bang um uns zwei. Ich bin nämlich ganz hell da oben, wenn ich auch sonst ein bisschen dunkel bin. Wissen Sie, wie sie meinen Professor heute genannt hat? Na? Einen Doktor von Naxologie. So, ja. Sagen Sie, wie kommt denn der Professor überhaupt auf mich? Ui, der Papschi.
du mich aber lang warten lassen, ja, Babsi. Liebes Kind, dafür läuft doch jetzt die Kase kontra Borowitz. Na, komm, was war denn nächstes in der Schule? Professor Klaus hat mir einen Brief für dich mitgeben. Einen Brief? Mhm. Für mich? Ja, bitte. Hm? Was ist denn wieder los? Hm? Geh sofort hin. Ich bin zu Herrn Professor bestellt. Strassler, mein Name. Sind Sie? Bitte, Sir. Ja. Verehrung, Herr Professor. Ja. Herr Professor hat mich gesucht. Ach so, na ja, bitte, aber im Lyzeum einer Sprechstunde. Na ja, also bitte, wenn Sie schon hier sind, bitte sehr. Bitte noch mir, bitte, pardon, ich meine noch Ihnen, bitte. Nein, bitte, bitte. Bitte. Danke. Ich habe mir nämlich erlaubt, in die Privatwohnung von Herrn Professor zu kommen, weil nämlich, ich habe etwas mitgebracht. Bitte. Das da. Ich wollte in die Schule nicht kommen, weil sonst hätten Herr Professor doch jeden Kollegen aufwarten müssen mit einem Stickerl. Und zum Schluss wäre Herrn Professor selbst nicht übrig geblieben. Und da wäre schade gewesen, das ist nämlich ein echter Streisler. Ja, das ist furchtbar, nett von Ihnen, Herr Streisler, aber annehmen kann ich das leider nicht. Meine weltberühmte Spezialität, sind Sie nicht? Das ist sehr gut gemeint von Ihnen, bitte nehmen Sie Platz. Kommen wir bitte zur Sache, ich habe sehr ernst mit Ihnen zu sprechen. Auch ich mit Ihnen, Herr Professor, bitte zur Sache. Ihre Tochter hätte gestern geprüft werden sollen. Ich weiß. Sie hat ja auch die ganze Nacht studiert, nicht wahr? Und ich habe mit ihr studiert. Denn der Dr. Hall, den mir Herr Professor empfohlen haben, muss schon leider sagen, der war gar nichts wert. Ja, also den habe ich fortschicken müssen. Na, das wundert mich aber. Einer meiner besten Schüler. Ja, ja, kann ja sein, dass er bei Ihnen was gelernt hat. Nicht wahr? Auf der Universität hat er halt wahrscheinlich wieder alles verschwitzt. Denn bei uns hat er versagt. Da hat er total versagt. Ja. Also, ich will nur sagen, Herr Streisler, Ihre Tochter. Entschuldigen, dass ich unterbreche. Möchte Sie was fragen? Könnten Sie nicht meiner Tochter Stunden geben? Ich zahle jeden Betrag. Das kommt gar nicht in Frage, Herr Streisler. Schauen Sie, es muss ja nicht jedes Mädel studieren. Das behaupte ich ja auch gar nicht, nicht, aber mein Mädel muss. Man quält ja nur das Kind unnötig, wo sie nun einmal kein Talent zum Studium hat. Meine Tochter kein Talent? Bei dem Vater, ich meine, da möchte ich mir als Vater aber sehr leid tun. Sie sind Kreuzköpferl, wie muss man das wissen? Also ich kann das besser beurteilen, nicht wahr? Was in den Köpferl oder was drinsteckt? Schwarze Gedanken. Ja. Aber die andere, nicht wahr? Die Erna, die vom Fotografen, die Tochter, die, wie heißt sie denn? Die Ferrari, bei der ist alles gut. Das wissen wir ja. Bei der ist alles, was die macht, ist gut. Und nur was meine macht, das schlecht, das ist, jetzt käme schon. Kann ich das eine sagen, es ist ungerecht. Eine Ungerechtigkeit ist das. Ich will also sagen, Herr Streisler. Aber nein, das ist, man wirft ja da knüppelnd vor die Füße. Das weiß ich. Im Gegenteil, wir geben uns die größte Mühe mit dir, Herr Streisler. Dann verstehen die Herrschaften eben nicht ihr Geschäft. Sie, Herr Professor, denn wenn man aus einem Mädel nicht das herausholen kann, was aus ihr drinnen steckt, bitte, dann müssen Sie eben die Herren Pädagogen ihr Lehrgeld zurückgeben lassen. Aber Herr Streisler. Erledigt früher, Herr. Herr Streisler! Rosa! Bitte, Herr Professor. Bitte tragen Sie die Torte da drin zur Konditorei Strasser zurück. Herr Strasser hat sie da vergessen. Sofort. Ne? Der Franzl. Ja, was, Rosal? Oh, da feine Torten. Ja, yes, das war mit Josef ganz zertäpscht ist. Macht ja nichts. Aber Franzl, der gehört ja nicht mir. Oh, das ist eine gute Torten. Franzl, essen wir's auf. Ja, Fräule, komm. Ja, ich habe dir. Na, da seid ihr ja, Herr Rosa. Servus, Heinz. Servus, Heinz, dass du daher warst. Ja, schon, wir warten schon eine Viertelstunde. Ja, Herr Ober, drei Cognac, bitte. Bitte sehr. Ich habe in der ganzen Stadt herumrennen müssen, für alle Büchertandler Bildung einkaufen. Mathematik und Latein. Hier ein Leitfaden der Trigonometrie und hier eine kurz gefasste lateinische Grammatik für das Mädchenlyzeum. Seit wann gehst denn du ins Mädchenlyzeum? Tja, Kinder, ich bin schrecklich verliebt. Schon wieder einmal. Und dazu brauchst du Trigonometrie, Dreieckslehre? Ja, ist sie denn verheiratet? Okay, du bist ein Vetter. Meine Nelly ist das süßeste Mädel von der Welt. Entweder die... Oder eine andere. Jetzt hört's aber auf, ja? Na wirklich, es ist mir diesmal vollkommen ernst. Ich kann sie nur nicht treffen, weil ihr Vater sie dauernd einsperrt. Und deshalb habe ich euch auch hergebeten. Also passt einmal auf. Ui, da kommt er. Ich habe die Ehre, Herr von Streusler.
Schwarzen, Herr von Streisler? Nein, wenn ich von Schwarzen nur sehe, ich habe schon rot vor die Augen. Gib mir das. Bitte sehr, Herr von Streisler. Wie weit stehen Sie denn mit Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, Herr Doktor? Ach, ich bin gerade mitten in der Übersetzung der lateinisch-homerischen Papyri, mit der mich die Akademie der Wissenschaften beauftragt hat. Ich habe gedacht, Herr Doktor, schreiben jetzt an dem neuen mathematischen Lehrbuch für die Mittelschulen. Ja, mache ich auch in der Nacht. Alles in der Nacht. Aha. Ja, ich bin jetzt gerade bei dem Kapitel über den Sinus und den Cosinus für den Asinus. Aliquem declarare sapientissimum castris. Maroni. Ist zu dumm. Ich kann schon fast gar kein Deutsch mehr. So geht mir das viele Latein dauernd im Kopf herum. Na, kein Wunder, wo Sie sich Tag und Nacht mit nichts anderem beschäftigen, Herr Doktor. Ah. Oje. Billard spielen kann ich auch schon nicht mehr. Tja, ja, die Wissenschaft. Die liebe Wissenschaft, die frisst mich noch auf. Was sagen Sie zu dieser Auslegung der trigonometrischen Kommentarii des Ovidiu Naso? Alte Melius delentur fugat cupio fundo cuius dierum simplicissimus locus. Großartig, himmelstürmend, genial. Das liegt schon längst an der Universität, Sie. Aber ich habe ja schon dort gearbeitet. Ich habe nur jetzt leider keine Zeit mehr dazu. Bedenken Sie doch, meine Herren, wenn man so seine 20 lateinischen Bücher im Jahr schreibt. Bitte gestattet. Es geht. Die Herren führen nämlich so ein interessantes wissenschaftliches Gespräch. Ich habe nämlich seinerzeit auch studiert. Ist gestattet? Streusler? Ich Ach, vielleicht der Herr Dozent Streusler von der Universität? Nein, Dozent nicht, nämlich. Ich hätte auch Dozent werden sollen seinerzeit, aber mein Vater, ich musste die Zuckerbäckerei von meinem Vater übernehmen. Aber! Den Teller Streusler schnitten. Bisher, von Streusler? Dürfte ich fragen, mit wem ich die Ehre habe? Professor Exfaxologie. Professor Traralkulis. Professor Heinz, Doktor der Vornaxologie. Sie wissen doch, was das ist. Ja, natürlich. Hätte ich ja seinerzeit studieren sollen. So, bitte, meine Herren, sich zu bedienen. So, bitte. Na? Schmeckt's? Jubel ist dumm, so muss. So ist es. Das sage ich auch immer. Und darum, ich glaube, Herr Professor, wir verstehen uns sehr gut. Ich möchte, Herr Professor, ergebenst eine Bitte unterbreiten. Genau, bitte, wenn ich Sie erfüllen kann, gern. Jefizit aliquid hominem pyramidon. Verzeihung, ich vergaß ganz, dass Sie ja kein Latein können. Oh ja, können schon. Aber ich bin ganz aus der Übung, nicht wahr? Und darum möchte ich Herrn Professor bitten, ob Sie nicht meiner Tochter Nachhilfestunden erteilen möchten. Was, Nachhilfestunden? Ja. Sie besucht nämlich das Lyzeum. Aber lieber Mann, das ist wirklich ein bisschen viel verlangt. Dazu habe ich wirklich keine Zeit. Sie müssen doch bedenken, dass bei mir schließlich Universitätsprofessoren Nachhilfestunden nehmen. Naxologie. Ich weiß, nicht wahr? Aber meine Cornelia ist ja nicht so eine gewöhnliche Lyzealistin, nicht wahr? Sie ist ein geistiges Phänomen. Ich weiß nicht, ob mich Ihr Professor so richtig versteht, aber sie hat ihn. Wen? Sie hat ihn, den Funken, aber natürlich erst noch unter der Asche. Versteckt. Da braucht uns vielleicht besser einen Rauchfangkehr, oder? Nein, tut mir leid, aber so etwas kann ich grundsätzlich nicht machen. Warum? Schauen Sie, Herr Professor, kann mir sagen, wenn Sie meine Tochter kennenlernen möchten, sie ist ja so ein entzückendes Dingerl, ein liebes Dingerl, intelligent, wenn Sie, und die mit ihren schwarzen Augen, kann ich sagen, wenn Sie ihn so anschaut, so, da wird er direkt warm ums Herz. Das weiß ich. Das glaube ich, wollte ich sagen, aber leider. Warum? Aber die schmecken Ihnen, das bemerke ich, die schmecken Ihnen gut. Bitte, sind Sie ja Professor, und davon könnten Sie bei mir zu Hause haben, so viel Sie wollen. Naja, also, wenn Sie mir so kommen, Herr Streusler, dann meinetwegen. Bravo, danke, Herr Professor. Ich werde also den Funken in Ihrer Tochter anfangen. Fachen Sie, kommen Sie gleich. Nein, das geht leider nicht. Ich habe noch eine kleine wissenschaftliche Konferenz mit den Herren hier. Aber nachher gern. Jo. Darf ich Sie vielleicht um Ihre Adresse bitten? Adresse bitte ist da. Haben wir die Karte? Das sind 5 Minuten vor Ihnen. Sie sind nur gleich um die Ecke. Herr Ober, zahlen. Alles, was die Herren gehabt haben. Das Ganze rund um. Sehr, Herr Streusler. Was gefällt noch? Was Nein, danke vielmals. Ja, brauchen Sie jetzt so viel Rechnung im Seher? So ist es. Rest für Sie. Danke vielmals, danke sehr, Herr Streusler. Ich bin keine Ruhe, nicht wahr? Ich bin kein Brotz, aber ich hab's. Auf Wiedersehen, Herr Streusler. Danke. Holla. Gut, na, was ist denn? Meine Herren, hier. Martha!
Was ist denn? Komm doch, so komm doch. Na, du brennst denn? Also, jetzt habe ich den richtigen für die Nelly. Du hast schon wieder Lehrer für das arme Kind. Ja. Nelly! Cornelia heißt sie. Ah, doch, schau her. Wo man es nicht gedacht hat, damit ist aber jetzt Schluss. Du kriegst eine Kapazität als Instruktor. Der wird dich schon einspannen. Hände weg, Hände weg! Das ist verbrennt durch das Helm. Das Verbrennen ist ja wurscht. Du pickst genauso an der Materie wie deine Mutter. Hui, hui! Zieh dich an, zieh dich um, damit es nicht richtig her, meine ich, dass du ein bisschen was gleich schaust. Ich will, dass der Professor kommt, der dass du ihm gefällst. Wo ist er? Augenblick. Nicht so, so ist nicht gut. Geh weg, die Küchelöche her. So was geht. Bist du so nervös? Setz dich nieder, Mann. Gib mir ein Buch, damit du intelligenter ausschaust. Pack aus, Cornelia, du musst dich präparieren. Ja. So. Schau mal her. Na, kein Vergleich, mein Lieber, wie du gewinnst. Augengläser braucht man. Augengläser, wenn man hätte. Das wäre was. Du, nimm den zusammen. Die hat nämlich eine Kapazität. Herr Doktor? Herr Professor? Was bist du so nervös? Ich bin doch nicht nervös. Du zuckst immer so mit den Augen. Sind. Ach, jetzt brauchen wir Havanna, damit er den Wohlstand spüren möchte. Doch setzt man nicht, ja, das ist ein schlechter Blut mit der Palme. Genau, das ist ja. Bleib sitzen. Blitze, Mann. Am Blitzen sollst du. Warum? Damit ich den Funken sehe. Warum? Nix. Hallo! Ich habe die Ehre. So ist er. Bitte, ich will bekannt machen, ich will meiner Frau vorstellen. Herr Professor Heinz, Doktor den Kürki. Nein! Ja! Bist du wahnsinnig? Du kannst ja mit Fietschen bleiben, solange der Professor noch steht. Ja. Und sie hat so einen Eindruck auf sich gemacht, Herr Professor, dass sie von lauter Schreck sitzen geblieben ist. Ja, ergo bibanus. Ich freue mich jedenfalls sehr, kleines Fräulein, dass wir uns kennenlernen. Ich hoffe, wir werden uns sehr gut vertragen. Komm, Martha, du störst. Bitte machen Sie es nur bequem und später schicke ich dann ein paar Streusler schnitten. Und damit habe ich ihn nämlich geködert mit den Schnitten, denn der wollte ja gar nicht kommen. Und den Professor Klaus, den habe ich mit der Torten eingekriegt. Ich verstehe schon, mein Chef, mein liebes Kind. Weißt du überhaupt, was Naxologie ist? Wenn sie etwas nicht weiß, dann geht's. Wie habe ich das gemacht? Ganz abscheulich, schämen Sie sich. Aber Fräulein Nelly. Den armen Babsch ist so zu hintergehen. Am liebsten würde ich ihm gleich alles sagen. Sag mir dann, um Himmels Willen, Frau Nelly, dann können wir uns doch nie mehr wiedersehen. Ich habe doch das alles nur gemacht, weil Sie mir gesagt haben, dass Sie jetzt so streng bewacht werden. Wirklich, ich habe keinen anderen Weg zu Ihnen gewusst. Das verzeihe ich Ihnen nie. No, aber, Frau Nelly, Wenigstens nicht so bald. So. Bitte, eine kleine Stärkung. Leider kann ich bei der ersten Stunde nicht anwesend sein. Weil ich auf einen wichtigen Weg muss, nämlich zum Advokaten. Ich habe da so einen unverschämten Nachbar, der mir das Leben sauer macht. Bitte, sogar meine eigene Tochter hat er sich heranmachen wollen. Das ist ein Ja, na, aber der Sache habe ich einen Riegel vorgeschoben. Jetzt lege ich ihm das Handwerk. Bitte, also, können Sie jetzt ruhig zum Studieren anfangen. Bitte nach Herzenslust zuzugreifen. Und viel Erfolg! Martha! Du bürgst mir dafür, dass die beiden nicht gestört werden. Ich muss jetzt zum Advokaten gehen, sei so gut. Ich komme eh schon zu spät. Naja, wie dumm ist ich. Und vor 2-3 Stunden lässt man den Professor nicht fort. Streuslerschnitten kriegen Sie jedenfalls keine. Sagen Sie, warum sind Sie eigentlich so böse auf mich? Ich werde ja mein Amt ganz brav ausfüllen. Bin aber gespannt. Ist es denn überhaupt, was ich alles können muss? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich könnte Sie ja vielleicht abhören. Ne? Ist eigentlich recht, wenn Sie schon da sind. Also bitte los. Na sehen Sie, also. Aha, da haben wir schon etwas. Die Zeitwörter der ersten Konjugation. Na? Amare. Amo. Ich liebe. Amas, du liebst. Stimmt das? Amamus.
wir lieben. Sehr richtig. Also bitte sprechen Sie das Letztere nach. Naja, Sie können aber wirklich das Einfachste nicht. Wissen Sie was, Fräulein Nelly? Ich glaube, am gescheitesten wird sein, Sie lassen das ganze Lyzeum bleiben und heiraten mich, ja? Was täten da der Babschi dazu sagen? Und der Raufenkerl muss hinaus. Aber was schadet Ihnen denn der Mann? Wenn es doch ein Leinsieder oder ein Gerber wäre, dann könnte ich verstehen, dass die Gerüche... Nein, nein, bitte, es muss nicht eine stinken, damit es geht. Und das genügt, dass das Auge beleidigt wird. Aber das ist doch noch kein triftiger Grund für eine Räumungsklage. So, dass er mal die ganzen Gäste vertreibt, das ist auch kein Grund. Das ist auch kein Grund. Bitte, Herr Doktor, Sie selbst kommen ja nicht mehr zu mir, seitdem Sie das wissen. Aber das hat einen ganz anderen Grund. Was? Achso, der Herr Grundzeiger freut sehr fein, sehr fein. Ich will ja nur sagen, dass Sie mit diesem Argument nicht weit kommen na, werden. Bitte, da kommen wir mit seinem Trick weiter. Da kommen wir mit seinem Trick. Nämlich mal her mit meinem ganzes Lokal, verträgt euch und Verlust, bitte. Ich kann ja nur mehr mit schwarzen Mehl backen. Nur mit schwarzen Mehl, ich bin ja ruiniert, ich bin ja nicht mehr konkurrenzfähig. Also gut, dann werde ich die Klageschrift aufsetzen. Bitte. Haben Sie drei Klageschriften? Gegen den Hausherrn, gegen den Jakob Naumann, den Vertragsbruch, dann gegen den Morawetz, den Senior, und gegen den Junior. Morawetz, Junior, natürlich. Was denkt der? Hat sich ja an meiner Tochter vergriffen. Bitte, da haben Sie den Beweis. Schauen Sie mal hier, da haben Sie, das ist die Bluse, das ist die Bluse, und so hat er sie. Also von unten ist der Daumen, der Damm, der Daumen. Also wenn weiter nichts passiert ist. Und Gott sei Dank, nein, dafür habe ich gesorgt, dass ja der Hodelum nicht mehr in die Nähe kommt. Also die Wohnung kostet 20 Gulden. Haben Sie da auch ein großes Kinderzimmer mit eingerechnet? Freilich, über der Baby dann. Jetzt 5 im Ganzen. Oh. 60 Gulden kostet das Essen. Sie essen doch sicher gern gut. Na und ob? Ja. Beleuchtung und Beheizung 10 Gulden. Wäsche und Reparatur 10 Gulden und dann 20 Gulden kommen in die Bank. Ah, Sie können aber sehr gut rechnen. Ja, rechnen kann ich ja gut. In Mathematik bin ich schwach. Sagen Sie, wird das alles ausgehen? Oder soll ich noch da und dort ein bisschen was abzwicken? Nein, zwicken's nichts. Man steht sich ja ganz gut als Kaminfeger. Ja? Im Gegenteil, einen Posten haben Sie sogar noch vergessen. Das Mädel. Mädel? Brauche ich doch keins. Aber ich freue mich schon so aufs Kochen, aufs Waschen, aufs Bügeln. Ha! Ja. Also das Vergnügen. Nein, das brauche ich nicht. Da brauche ich doch nur Sie anzuschauen. Also, Taschengeld kriegst 10 Gulden. Was nur? Also mehr brauchen Sie wirklich nicht. Wenn Sie eh alles im Haus haben. Na, da haben Sie eigentlich auch wieder recht. Na. Tja, jetzt hätten wir also unseren ganzen Haushalt eingeteilt. Ja. Nur eins haben wir noch vergessen. Vergessen? Ja. Was denn, das gibt's doch gar nicht. Das Busserl. Frau Nelly! Kommt der Schwarze durch die Gassen, muss die Hausfrau kehren lassen, da gibt's kein Pardon. Doch die Mädel haben gerne, wenn er auftaucht in der Ferne, rufen alle schon. Da schau, ein Raufenkerl, der bringt mir sicher Glück. Da schau, ein Raufenkerl, im rechten Augenblick. Du schwarzer Mann, streif an mich an, glaub nicht, dass ich mich schreck. Macht mich dein Kuss auf voller Russ, ich denk bei jedem Fleck. Da schau, ein Raufenkerl, vor Freude wird mir ganz heiß. Mein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Jetzt hab ich schwarz auf weiß. Nelly! Herr Professor! Nee, Frau. Ich bin nämlich gar kein Professor. Ich bin der Heinz Morawetz von nebenan. Der Raufenkerl? Ja, und ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Hier ist das Marian Josef. Heißt das ja? Nein! Mutti! Das ist doch keine Art, sich einzuführen. So ein Schwindel. Aber er hat doch keinen anderen Weg zu mir gehabt, Mutti. Und überhaupt mein Mann. Ja, wenn der draufkommt, mein Gott, das ist ja gar nicht auszudenken. Schauen Sie sofort, dass Sie hinauskommen. Aber Mutti. Nein, nein, Schluss, nichts da. Nee, ich mach nicht mit eurem Komplott. Hinterm Rücken vom Vater, das wäre noch schöner. Bitte. Ja, du bist grausig, Mutti. Gedacht, du wirst uns helfen. Gefällt er dir denn nicht? Ja, mein Gott, fesch ist er ja. Hätte man gar nicht gedacht, dass sich hinter einem Raufenkerl so ein appetitlicher Kern verbirgt. Gell, Mutti?
Naja, aber jetzt hast du gar keinen Kopf mehr zum Studieren. Was wirst du denn dem Vater sagen, wenn du wieder einen Pinsch nach Haus bringst? Da stelle ich ihm den Heinz vor und sag, das schau eine Rauchfangkehrer. Der bringt mir sicher gut. Verstopft ist er, er kann Zug. Aber kein Zug, zu viel Eintreffkopf. Wie man esst, so was Blödes, alles herausreißen. Das Mehl muss man zudecken, die Bäckerei wird ja auch nicht trocken, schnell alles weg. Zu blöd ist das, ausgerechnet muss man das heute passieren, wo die große Postarbeit kommt. Um Gottes Willen, da schaut's aus. Der Ofen ist verstopft. Ja, das wissen wir jetzt, das merkt man ja allein. Warum holst du denn nicht den Mohrer weg? Nein, ich hol ihn nicht, da kommt man nicht rein. Bitte schön, der Bierenstingel. Bitte, den hätte ich holen lassen, nicht nur, weil ich schon 30 Jahre gewinnt bin. Aber ich lass mir nicht irgendeinen einen Fremden, einen Neichen aufdisportieren und den da drüben schon gar nicht. Wenn ich nur wüsste, wie ich den ganzen Alten herumkriege. Die Mutter habe ich nämlich fast schon so weit. Und ob du meins hinkriegst, darum fragst du gar nicht. Herr Moravitz, kommen Sie geschwind, bei uns brennt's nicht. Ja. Na also, jetzt geht's. Wieso geht's? Gar nicht geht's. Raus mit den ganzen Klumpen! Der ist so blöd! So noch nicht erlebt! Was ist denn? Was wollen Sie da? Das ist ganz egal, Herr Strauß, es ist meine Amtspflicht einzugreifen, wenn irgendwo eine Brandgefahr besteht. Was ist Brandgefahr? Wieso denn? Es brennt ja gar nicht! Ja eben, brennt eben nicht! Das ist es ja eben! Brennt damit immer mit dieser... Kuhfuhr, das ist unglaublich mit dieser Schaftlüberei! Schaut, dass es rauskommt! Es gilt doch für Sie, schaut, dass es rauskommt! Sie sind eh schon wieder die ganze Sache. Sind Sie haben wahrscheinlich die Kugel herunterlassen. Das Bosheit. Das Bosheit. Herr Streisler, nehmen wir uns doch Vernunft an. Nein. Sie. Was? Sie der Moravitz? Ja, ich bin der Moravitz. Nein. So eine Sie haben sich. Bei mir haben Sie sich als Professor der Gnaxologie ausgegeben? Ausgegeben, Sassung. Ja. Also, das ist doch. Kinder, das ist eine so eine. Sie habt mich hineinlegen wollen! Ja, schauen Sie, Herr Streisler, es ist nichts anderes übrig geblieben. Sie sind ja selber schuld dran. Was Sie? Ja, ja, Sie mit Ihrem Dickschädel. Was machen Sie denn die arme Nelle mit dem dummen Studieren? So? Wo wir doch so bald als möglich heiraten wollen. Erstmal, Josef, du. Sie wollen heiraten. Bitte, Papsche, sag ja! Was, dazu habe ich dich 8 Jahre in die vornehme Schule geschickt. Mein Lieber, wenn du mal heiratest, du wirst nur einen studierten Menschen heiraten. Aber nicht, dass er der hergekommene Kaminschlieferl. Hinaus! Erlauben Sie! Hinaus! Also Sie, wenn Sie jetzt nicht der Vater von meiner Nelly wären, dann würde ich Ihnen was erzählen. Was so viel wie Sie in Ihrem Hochmut bin ich schon lang. Ja. Mein Beruf ist genauso anständig wie der Ihre, wenn ich auch schwarz wäre dabei. Aber da Sie haben ein schwarzes Herz. Da bleibst! Da bleibst! Hey, aber beruhig dich! Du hör mal auf! Du bist an allen schuld, weil du keine Erziehungsmethode hast. Für mich ist es so weit gekommen mit dir. Jetzt stehen wir da, jetzt haben wir wieder keinen Professor für Lateinisch. Jesus, was wird denn aus unserer Schularbeit werden? Herr Professor, ja? Der Rauchfangkehrer ist da. Er sagt, der Kamin muss kontrolliert werden. Was jetzt im Sommer, wo gar nicht geheizt wird, dann bitte soll reinkommen. Habe die Ehre, Herr Professor. Ja. Oje, das ist aber sehr viel Rost drin, Herr Professor. Da werden Sie sehr schmutzig werden, wenn Sie hier im Zimmer bleiben. Na, das ist ja sehr angenehm. Na ja, es dauert ja nur ein paar Minuten, wenn der Herr Professor vielleicht die Freundlichkeit hätten. Inzwischen im Nebenzimmer. Also gut, bitte. Was ist denn das? Was haben Sie denn da? Zeig's her, Mann. Dann zeig's doch her. Na, da schau her. Na, das ist ja interessant. Das war also nur ein Trick, was? Dass ich hier die Lateintexte für die morgige Schularbeit schreibe. Das hat sie wohl hierher gelockt, was? Mhm. Heinz Moravitz ist mein Name. Sehr erfreut. Übrigens kein schlechter Plan von dem jungen Mädel. Der Nachteil ist übersetzen lassen, was? Und morgen in der Schule nur abschreiben. So war es ja wohl gedacht, hä? Mhm. Wer ist denn diese findige junge Dame, hä? Na, warten Sie mal, vielleicht komme ich selber drauf. Ein Rauchfangkehrer, weiß schon. Mein Doktor der Phonaxologie. Die Nelly Streisler, hab ich recht? Herr Professor hätte ein Detektiv werden sollen. Gehört ja auch zu meinem Geschäft, mehr oder weniger. Aber wissen Sie denn, dass das kriminell ist, was Sie da versucht haben? Ja, aber es war doch für einen wohltätigen Zweck. Wieso? Na, schauen Sie, Herr Professor, mir wäre es ja viel lieber, wenn die Nelly endlich einmal durchfliegen möchte. Ja. Sie sagt aber nur, sie möchte wenigstens das Unterlyzeum noch fertig machen, sonst hat sie ihr Leben lang Karu von ihrem Vater.
Na, Sie kennen doch den alten Streisler, ja, ne? Ja, den kenne ich. Und da können Sie sich auch vorstellen, Herr Professor, wie schwer wir es haben, ihn für unsere Heirat herumzukriegen. Ah, heiraten wollen Sie? Sehen Sie, das ist gescheit. Das freut mich außerordentlich. Ist ja ein Brachtmädel zur Ehe wie geschaffen. Ja, also, nein. Den Lateintext kann ich Ihnen leider nicht geben, aber wenn ich einmal den alten Streisler wieder treffe, dann werde ich ein gutes Wort für Sie einlegen, ja? Nein, um Himmels Willen, wenn der nur meinen Namen hört, da spuckt er schon vor. Nein, das lassen Sie doch nicht machen. Ich werde das ganz diskret und diplomatisch einfädeln, ja? Dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Professor. Ich danke Ihnen auch für Ihren netten Besuch. Oh, du, der kommt ja so lange nicht. Vielleicht hat ihm der Professor erwischt. Ich gehe lieber. Du, das ist gemein. Jetzt hast du mir schon versprochen, gell? Schau, er wird ja bald kommen. Komm, nein, mir ist's bang. Aber geh. Wenn's aufkommt, fliege ich aus der Schule oder ich komm gar ins Gefängnis. Aber das kommt doch nie auf, schau. Du, und wenn's aufkommt, dann sag ich niemandem, dass du den Text übersetzt hast. Mein Ehrenwort. Schau, ich will dem Babsch ja nur Freude machen. Komm. Dörferl, ist der Herr Professor zu sprechen? Bitte schön, ich werde gleich fragen. So, wie ist es? Das nächste Mal kriegen Sie eine, wissen Sie? Herr Professor, der Herr Streisler ist da. Ah, der kommt wie gerufen. Bitte lassen Sie ihn noch herein. Bitte. Danke. Verehrten Herr Professor, bitte schön. Bitte, sofort. Aber Herr Streisler, schon wieder. Nichts reden, essen. Bitte, Herr Professor, ja, ich möchte Sie bitten, wegen der morgigen Schularbeit, ja, ob es doch nicht möglich wäre, dass mir Herr Professor einen Wink geben, was drankommt. Nur mal, damit sich meine Tochter darauf vorbereiten kann. Aber was fällt Ihnen denn ein, Herr Streis? Oder dass man den schriftlichen Text vielleicht. Aber muten Sie mir denn wirklich zu, dass ich so einen Schwindel mitmache? Das geht doch nicht. Schauen Sie, Herr Streiser, ich hab's doch schon x-mal gesagt. Es muss doch für dieses voll erblühte Mädel sehr peinlich sein, dass sie da unter den Kindern sitzt. Eine gute Ehe mit einem soliden Menschen, das ist doch für Sie das Gegebene, nicht? Herr Professor, kommen immer wieder darauf zurück. Es macht so direkt den Eindruck, als ob Sie schon irgendjemand bestimmten für meine Cornelia in Aussicht ins Auge gefasst hätten. Jawohl, erraten, Herr Streisler. Ja, aber meine Tochter soll sich doch der Wissenschaft. Aber schauen Sie, Herr Streisler, Sie können doch in Ihrem Starrsinn einem Mann nicht das Glück rauben, dieses süße Mädel in der redlichsten Absicht ans Herz zu drücken, nicht? Tja, wie soll ich das verstehen? Genauso, wie ich es gesagt habe, Herr Streisler. Danke. Das genügt. Das genügt. Ich werde die Sache durch den Kopf gehen lassen. Tun Sie das, Papa Streisler. Und sagen Sie mir recht bald, wie Sie sich entschieden haben. Ja? Bitte, ich glaube, es ist bereits entschieden. Das würde mich wirklich sehr freuen. Herr Professor, werde ich hier. Das ist er. Na, hat er dich erwischt? Aber du brauchst keine Angst zu haben, er war furchtbar nett und er hat mir sogar zu dir gratuliert. Nix ist. Er hat's nicht gekriegt. Schaut, ich hätte so gern geholfen. Jetzt kriegst du wieder deinen Pinsch. Bestimmt. Und der Papst hat eh schon so einen Zorn auf mich. Also Servus! Immer fleißig. Ja? Bist böse, Papst, weil ich ein bisschen aufräume. Ja, was fällt dir denn ein? Mach, was du willst, mach, was dir Freude macht, Mädchen. Ich mach da keine Vorwürfe mehr. Martha! Ja? Muss ich was sagen. Setz dich nieder, sonst fährst du um. Ja, um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Der Professor Klaus will unsere Cornelia heiraten. Nein! Ja, na, was hab ich da gesagt? Ja. Setz dich nieder. Ist das wirklich wahr? Ja, was denn? Er hat ja schon Papa zu mir gesagt. Nein, so was? Weißt du Nelly schon? Nein, das will ich nicht. Sonst wird das ja nicht ihr wird in der Schule arbeiten, nicht, weil das ja nicht auffällt. Obwohl es ja ganz wurscht ist. Jetzt wird sie ja sowieso Frau Professor. Siehst du, das habe ich haben wollen. Der Weg ist belanglos. Die Hauptsache ist das Ziel. Das ist die Hauptsache. Eine Post. Aha, von Echorn. Ich habe Sie hierher gebeten, meine Herren, weil ich versuchen möchte, die Causa Streusler, wenn möglich, gütlich
auf dem Schlichtungswege zu bereinigen. Aber Sie wissen ja, meine Herren, leicht wird das nicht werden. Tja. Herr Streusler? Ja? Morgen, lieber Doktor, morgen. Bitte, ich bin nur gekommen auf einen Sprung, um Ihnen zu sagen, dass ich die Klage gegen Morawetz, Naumann, zurückziehe. Bravo! Das ist Zeit von Ihnen, ja, Herr Streusler. Ja, nämlich als zukünftiger Schwiegervater von einem Professor kann ich mir es gesellschaftlich nicht leisten, mich mit einem Raubfunker herumzuschlagen. Was heißt denn das? Das heißt, dass meine Tochter den Professor Klaus heiraten wird. Aber das ist doch gar nicht möglich. Jawohl. Infolgedessen ist für mich die Nachbarschaft von diesen beiden Herrn Morawetz ganz irrational. Und ich werde mich ja ohnehin von meinem Geschäft zurückziehen und künftig nur noch meinen Studien leben. Sie sind lieber doch. Nein, das glaube ich nicht. Schon dazu hätte die Nelly ja gesagt. Dann haben Sie geglaubt, auf Sie wird sie warten, mit Ihren ungebildeten Benehmen? Ist lächerlich. So eine Frechheit. Naja, was, eine Mädel kann man eben nicht trauen, so was Freusches. Du hast mir zwar gezeigt, dass du sehr gut rechnen kannst, aber dass du so berechnend bist, das hätte ich wirklich nicht von dir gedacht. Sag mal, spinnst du? Was ist denn das für ein Benehmen? Ungebildet, ich weiß, ungebildet. So raffiniert wie du bin ich allerdings nicht. Also ich verstehe dich nicht, Heinz. Ach bitte, bitte, tu nicht so unschuldig, ich weiß alles. Aber du, den Professor Klaus, dem sage ich meine Meinung, den bringe ich um, wenn ich ihn erwisch. Heinz! Heinz! Die Morawetz! Du, die Morawetz! Das hättest du sehen sollen, die Morawetzischen. So klein sind sie geworden, wie die das gehört haben von dem Professor Klaus. Ah, da ist unsere Mausi. Was ist, was? Was hat sie denn? Warum bist du denn so gedrückt? Was? Ich war für die Schularbeit. Was ist denn? Was ist denn? Hast du wieder versagt? Macht ja nichts, macht nichts. Na und? Was gibt's sonst? Der Professor Klaus lässt fragen, wann er bei dir vorsprechen darf. Hä? Na, was sagst du jetzt? Brauchst du noch mehr Beweis? Bitte, bereite jetzt die Cornelia auf ihr großes Glück vor. Ich? Ja, was denn? Das ist doch mehr oder weniger Muttersache. Und ich habe ja noch zu tun. Also, geh hin zur Mutti. Okay, ja. Du ahnst wohl noch gar nicht, was der Vater meint, gell, Nelly? Sag einmal, Mutti, was habt ihr denn halt alle? Der Heinz war vorhin schon so sonderbar. Und jetzt der Babschi? Was ist denn los? Herr und Frau Eduard Streusler beirren sich in Ruhigeboren anlässlich der Verlobung ihrer Tochter Cornelia. Mein Kind, du machst deinen Vater und mich sehr stolz und froh. Denn der Herr Professor Klaus... Was ist mit Herrn Professor Klaus? Ja, der Herr Professor Klaus will dich heiraten. Mich? Ja, fest. Jause. Christiase. Am Donnerstag 4 Uhr. Donnerstag 4 Uhr nachmittags einschlafen. Schau, Nelly, ein Professor, das ist halt doch etwas ganz anderes. Du wirst bestimmt sehr glücklich mit ihm werden. Was hat sie denn? Na, sie weint. Na ja, das sind Freudentränen. Ja, ja. Gefällt dir das? Herr und Frau Eduard Streisler beehren sich euer Wohlgeboren anlässlich der Verlobung ihrer Tochter Cornelia mit Herrn Professor Dr. Wolfgang Klang. Ergeben Sie eine Festjause am Donnerstag 4 Uhr nachmittags einzuladen. Das hat mein Vater gestern gekriegt. Ich sag euch's ja, der Klaus hat schon immer so ein Geheimen mit der Nelly geduschelt. Und der Wolfi und die Nelly, da müssen wir ja gleich gratulieren. Die Nelly! Na, was hat Ihr Herr Vater gesagt, ne? Wann soll ich kommen? Donnerstag um 4. Donnerstag um 4, gut, ja. Na, was gibt's denn schon wieder? Was? Was?
Was ist denn? Was soll der Unfug, hä? Was? Dann bekomme ich bald Antwort. Was soll das? Es ist ja nur wegen der Nelly Streisler und ihrer Verlobung. Aber. Da soll sie doch glücklich sein und nicht weinen. Bin doch so froh, dass ich ihren Vater endlich herumgekriegt habe. Jetzt aber ernst, wenn ich bitten darf, ja? Fuchs, löschen Sie diesen Unsinn weg von der Tafel. So, und jetzt den Apfelstrudel? Ja. Später. Wo ist der Bub? Weg, Herr. Der Schlag ist schon fertig. Ja, ich sehe. Okay, Johann. Ja, bitte schön. Die Brandkrapferl machen es. Ja. Und der Nussbeil auch. 5 Dutzend Nussbeilen, okay, ja. Hey, die wird denn das jetzt viel werden? Woher? Bei einer Verlobung? Ich werde mich doch nicht ausrichten lassen. Das war noch schöner. So, und jetzt kommt die Streusler-Spezialität. Für meinen Herrn Professor. Für den Wolferl. Mein Schwiegersohn, der hat ein. Das ist der Gerd. Das ist ein. Eine Naschkatz. Eine Naschkatz. Ja, ja. Diese Schlickereien, das sind. Der lebt dafür direkt. Herr Professor, der Herr Morawetz ist schon wieder da. Ja, er soll noch hereinkommen. Er will sich wahrscheinlich bedanken bei mir. Jetzt erzählen Sie mir aber nicht wieder, dass er nicht zu Hause ist, was? Also Sie sind doch das Heimtückischeste, was mir in meinem ganzen Leben vorgekommen ist. Aber glauben Sie nicht, dass ich mir das von Ihnen gefallen lasse. Doch, wovon reden Sie? Was wollen Sie? Ach, tun Sie doch nicht so unschuldig, Sie Heuchler, Sie. Zuerst erzählen Sie mir, Sie werden für mich mit dem Vater reden und dann gehen Sie einfach her und spannen mir das Mädel aus. Was? Na, da wollen Sie vielleicht leugnen, dass Sie sich heute noch mit der Nelly verloben wollen? Ja, aber was? Wer hat Ihnen das erzählt? Na, das war doch nicht schwer zu erfahren. Der Herr Streisler renommiert ja im ganzen Bezirk damit. Aber ich warne Sie. Verloben, das können Sie sich mit der Nelly. Aber heiraten werden Sie das Mädel nie. Das garantiere ich Ihnen. Und wenn ich Sie am Traualtar auseinanderreißen muss. Aber Herr. Ach, so ist die Geschichte. Schaut euch an, direkt ein Blumenhain ist da bei uns. Nur? Pass auf. Du musst uns avisieren, wenn den Professor sich sofort das Aviso geben, damit wir. Ja, das ist die Fahne dann. Ist auch da. Das ist aber sehr lieb, dass du gekommen bist. Ja, wo ist denn die Peppi? Die habe ich nicht eingeladen. Kann man nicht machen, weißt du? Unter studierten Leuten passt sie ja doch nicht so. Der Ferrari. Oh, Maestro. Das Kunstatelier Ferrari empfiehlt sich gleich für das Brautbild. Ich gratuliere. Ferrari? Meine Verehrung. Das schauen Sie, nicht wahr? Man muss nicht unbedingt eine Vorzugsschülerin sein, um eine Frau Professor zu werden. Ne? Es geht auch anders. Allerdings muss ein Mädel dazu besonders hübsch sein. Christian, also die Erne soll sich jetzt nur mit meiner Cornelia gut vertragen. Denn künftig bestimmen wir, wer den Einser kriegt. Darf ich bekannt machen? Frau Ferrari, die Fahne dann. Er kommt. Kommt, ihr kommt bitte raus. Bitte sich zu ihr hin. Kommt schon alle. Was ist denn nicht auf der Knädel? Zersplittert sich! Damen links steht, nicht die Herren rechts, was steht denn da mit so einem sauren Gesicht? Spielen Sie einen Dusch und Klavier, wenn er kommt. Der reden wir nicht, nein? Hüde! Herzlich willkommen! Willkommen, bitte darf ich bekannt machen? Kann ich einen Augenblick allein sprechen? Bitte, lieber Professor, bitte sich zu platzieren, die Herrschaften. Bitte. Die Torten, servieren die Torten schnell. Sagen Sie, Herr Streusler, was ist denn da eigentlich eingefallen? Ich wäre mit Ihrer Tochter verlobt. Ja, noch nicht, aber wir sind eben dabei. Aber sind Sie denn ganz von Gott verlassen? Ich denke nicht einmal im Traum daran, das Mädel zu heiraten. Ach so, jetzt wollen Sie zurückschreiben? So. Jetzt schieben Sie zurück, was Sie zu mir schon Papa gesagt haben. Entschuldigung, das war doch ein Missverständnis. Ich habe denn zu dem Rauchfanterer zugeredet. Oh, Herr, so sind Sie! Ja, aber die Torten, die hat Ihnen geschmeckt, nicht? Und den Kuchen, so. Kuchen haben Sie auch Herr gegessen. Streisler. Und jetzt auf einmal, das ist ein Kavalier, ein Fehler. Und so etwas soll ein Acker. Wo bekommen Sie den Kuchen? Wo bekommen Sie den Kuchen? Herr Erstes, wie Sie streiten? Ja, gewiss um die Mitgift. Herr Professor, bitte. Herr Professor, nicht. Herr Professor. Professor, bitte, das können Sie mir doch nicht antun, was? Diese Blamagen habe ich stehen, denn da im ganzen Bezirk. Herr, ich schäme mich auf die Gassen zu gehen. Ich kann doch nicht deswegen Ihre Tochter heiraten. Ich habe nie die Absicht gehabt. Bitte, nur zum Schein. Aber was mutzen Sie mir denn zu? Bitte lassen Sie mich. Ja? Okay.
Meine Tochter nehme ich heraus, Herr Satzer, aus der Schule. Du möchtest es wissen. Los, wo ist denn der Professor? Was die Leute warten ja drin. Ja, so sollen sie warten. Sollen dabei was essen? Geh du dabei hinein. Komm gleich, komm gleich. Bitte kommen Sie. Die ganze Verlobungsgesellschaft sitzt hier unten. Was geht denn das mich an? Soll ich vielleicht noch gratulieren kommen? Nein. Aber der Klaus, sie mag ihn nicht. Was, sie mag ihn nicht? Sie mag ihn gar nicht. Ja, aber Sie haben doch selber gesagt, dass... Ich habe gar nichts gesagt. Aber was soll ich machen, wenn das Mädel nicht will, wenn sie nicht mag? Sie mag ihn nicht. Und ich habe sie so angeschrien, das arme Hascherl. Das arme Hascherl bin ich. Ich bin ja blamiert. Ich habe ihn schon avisiert. Und da möchte ich Sie bitten. Ah, da möchten Sie mich bitten, dass ich mich jetzt mit der Nelly verloben soll, was? Aber ja! Ja, unter einer Bedingung. Na? Unter einer Bedingung. Dass Sie sich als Professor ausgeben. Was? Sie haben doch schon, Sie spielen doch so wunderbar einen Professor. Es kennt Sie ja doch gar niemand. Das muten Sie mir zu? Nein. Warum? Warum? Bitte, Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich dieser ganzen Bagage, nämlich diese Blamage, und später bringe ich jeden einzelnen Zinserl weiß bei. Nein, ich denke gar nicht dran. Verloben, ja, aber nur als der ich wirklich bin. So was gibt's gerade. Wie? Bitte gut, bitte kommen Sie mal. Gott sei Dank, dass ich auf Reinigung komme. Meine Herrschaften erlauben, dass ich bekannt mache. Die Nelly ist weg. Hm? Die ja. Nelly? Ich hab sie überall gesucht. Wo kannst du? Die Kinder, jetzt habe ich wieder keine Branche. Jetzt mein bitte, meine Herrschaften, nämlich ein kleiner Zwist. Was ich liebt, das neckt sich nicht. Kommt ja vor, bitte bedienen Sie sich. Essen Sie ruhig, werde sofort wiederum kommen. Sie stehen Sie nicht so ungeschickt da. Schauen Sie, sind Sie ein bisschen gewandt und bringen Sie das schonend bei. Wo können Sie denn sein? Ja, ich weiß schon. Reden wir nicht immer nach wie ein Joker. Daran erkenne ich meinen Brüderl. Aber den werde ich Sie jetzt einmal zeigen. Da, schau her, da kommt er ja selber. Na, geh inzwischen zu den Kindern. Nein, Tante. Bitte lass mich mit ihm reden. Ich hätte ihm schon längst einmal sagen sollen, wie mir ums Herz ist. Recht hast du. Ja, also, da ist sie ja. Sag mal, was fällt dir denn ein? Du rennst ganz... Grüß dich gut, Bebeten. Grüß dich gut. Du rennst ganz einfach fort von zu Hause, lässt alle da sitzen, die ganze Gesellschaft. Komm sofort wieder nach Hause. Was hast du das? Was heißt nein? Nein, Papschen. Was heißt nein, Papschen? Nein, Papschen. Ich habe immer alles getan, was du wolltest. Ich habe gebüffelt, ich habe gestuckt, obwohl ich ja doch nicht den Kopf dazu habe. Alles nur dir zuliebe. Wenn aber mir? Jetzt soll ich auch noch den heiraten, den du willst. Nein, das kann ich nicht, das halte ich nicht mehr aus. Was heißt denn nein? Nein. Aber Cornelia. Gut, dass du mich nicht eingeladen hast zur Verlobung. Ich hätte dort noch was erzählt. Dass du dich nicht schämst, mit der neuen Mädel so umzuspringen und was? Alles nur wegen deiner Großmannschaft. Ja, ja, ich weiß. Weil du so gern studiert hast, weil du lauter Einsatz in der Schule gehabt hast. Aber pass mal auf. Ich werde jetzt einmal was zeigen, was ich dieser Tage zufälligerweise gefunden habe. Du hast mein Abgangszeugnis? Jawohl, dein Abgangszeugnis aus der vierten Gymnasialklasse. Schrei. Deutsche Sprache nicht genügend, Mathematik nicht genügend, ja, Latein schreine, nicht genügend. Nein, das zeige ich jetzt der ganzen Verwandtschaft. Nur wenn du mir versprichst. Ja, ist ja alles schön in Ordnung. Aus dem Professor ist ein Professionist geworden. Was? Ich habe schon auswechseln müssen, ja. Sie hört doch den Rauf vom Keller. Jesus, Nelly, komm mal rein. Nelly, also komm, Nelly, geh mal. Küss dich gut. Bitte gut. Küss dich gut. Komm, geh mal, dass wir nichts versehen. Also, das ist gut. Servus, Peppi, dann. Kinder. Ja, aber wenn du mir nur gesagt hättest, dass du gar nicht studieren willst, ich hätte dich doch nie dazu gezwungen. Wir haben gedacht, ich mach dir eine Freude. Nun, aber bitte, wenn du jetzt heiratest, wird dir sowieso alles wieder gut werden. Ich will ihn aber nicht. Was, jetzt willst du wieder nicht? Ja, liebes Kind, ich käme ja nicht mehr aus. Du hast mir doch immer gesagt, ich hab's euch so gern, der Heinzi und du. Daheim? Ja! Na ja, schau mein Kind, ich will ja nur, dass du glücklich wirst. Wie, das ist mir ja doch egal, ne? No. Das schaut! Ein Raubverkehrer! Na, der bringt dich sicher Glück! Das schaut! Ein Raubverkehrer! Im Recht, den Augenblick! Du schwarzer Mann, schreib an mich an, glaub nicht, dass ich mich schreck! Mach nicht ein Kuss auf voller Russ, ich denk bei jedem Fleck!
Herr Frau!